Punkt gelangen würden. Jeder, der hier beteiligt ist, war auch irgendwie in diesen Fall verwickelt. Ich sollte mir auf jeden Fall nochmal die Akten ansehen. Ja, gut, dann muss ich jetzt... Ja, bla bla, bla bla. Wir präsentieren jetzt das hier. Akten der Dark-Morde. Aufgeklärt vor 2 Jahren. Ah, klar, von den Details. Ich muss nochmal lesen, so. Fall SL9 abgeschlossen. Täter Joe Dark. Tat Serienmorde. Strafe Todesstrafe. Oh Gott, es gibt doch die Todesstrafe. Halleluja. Opfer Edward Jones, Jason Knight, Addis Kirby. Kirby. Rachel Moss, Jeb Bates, Neil Marshall. Ah, gut. Gut. Prozessdaten. 26.02. bis 28.02. Kläger Miles Edwards. Zeugen Lana Sky, Emma Sky. Oh. Ermittler. Leitender Ermittler. Damon Gant. Oh. Lana Sky. Ja. Aber wenn sie selbst Zeuge war, naja gut. Hauptermittler Bruce Goodman. Ermittler Jake Marshall und Angel Starr. Aber wenn sein Verwandter, weiß ich nicht, Vater, Bruder, Onkel... Irgendwie sowas. Auf jeden Fall, es wird das schon richtig sein. Wachtmeister Marshall, ich glaube, ich verstehe. Ich glaube, ich weiß, warum Ihnen der Fall SL9 so viel bedeutet. Ihnen ist wohl was über den Kopf, was zu Kopf gestiegen, Partner. Hier habe ich die Akte zum Fall SL9. Der Name Marshall wird hier erwähnt. Ja. In einer Liste von Mordopfern. Neil Marshall. Sind Sie mit diesem Mann verwandt? Neil Marshall? Ja, ich bin mir sicher, Sie haben den Namen schon gehört. Vor 2 Jahren hat er den gleichen lausigen Preis verliehen bekommen. Was? Ein Staatsanwalt? Er muss von der Trophäe des Königs der Staatsanwälte sprechen. Ich erinnere mich jetzt. Staatsanwalt Neil Marshall. Er bearbeitete den Fall SL9 vor mir. Das ist richtig. Er wurde ermordet. Und der Fall fiel ihnen zu. Aber in welcher Beziehung stehen sie zueinander? Er war mein Bruder. Er ermittelte im Fall zusammen mit Damon Gant, dem damaligen Oberinspektor. Ich gehörte einer Gruppe Inspektoren an, die unter ihnen arbeitete. Wir wollten den Mörder unbedingt ergreifen und vor Gericht bringen. Joe Dark. Mein Bruder kam im Kampf mit Dark ums Leben. Das war das erste Mal, dass Dark Spuren hinterließ. Es war alles, was wir brauchten. Er wurde angeklagt und eingesperrt. Schließlich wurde der Fall geschlossen. Zumindest offiziell. Was meinen Sie damit? Mein Bruder kann nicht von Joe Dark ermordet worden sein. Ich kannte meinen Bruder besser als jeder andere. Niemand hätte ihn im Kampf besiegen können. Und das ist alles? Das ist der Grund für ihr irrsinniges Verhalten? Hinter dem Tod meines Bruders steckt mehr, als in den Akten steht. Egal wie sehr sie es auch verheimlichen wollen, sie können mich nicht täuschen. Nun gut, wenigstens ist eine Sache sicher. Wir wissen, was am Tag des Verbrechens im Polizeirevier passiert ist. Es war der letzte Tag, an dem der Fall SL9 hätte wieder aufgenommen werden können. Wachtmeister Marshall war mit dem Ergebnis nicht zufrieden und wollte Beweise stehlen. Als Inspektor Goodman verkleidet, betrat er den Beweisraum. Wachtmeister Meekins stellte sich ihm in den Weg, deshalb schlug er ihn bewusstlos. Ja, dieses Rätsel ist endlich gelöst worden. Im Polizeirevier fand an jedem Tag kein Mord statt. Ne. Es ist immer faszinierend, welche Zufälle passieren. Der Mord in der Staatsanwaltschaft fand gleichzeitig mit dem vorgetäuschten Mord im Polizeirevier statt. Zufall? Es muss mehr als nur das sein. Glaube ich auch. Also, wenn am Tag des Verbrechens niemand im Polizeirevier ermordet wurde, ist der Mord in der Tiefgarage der Staatsanwaltschaft der echte Mord. Was wiederum bedeutet, dass nur eine Person das Verbrechen begangen haben kann.
Generalstaatsanwältin Sky. Einspruch! Ah, aber Moment mal. In der Verhandlung gestern gab es kein Urteil. Einspruch. Nur weil wir den Vorfall im Polizeirevier heute untersucht haben. Aber... Die Angeklagte wurde gestern nur aus einem Grund nicht verurteilt. Das Rätsel um den zeitgleichen Mord im Polizeirevier war noch nicht gelöst. Das sieht so aus, als stünde es unentschieden, Partner. Alle Rätsel im Polizeirevier sind gelöst worden. Es gibt keine Widersprüche. Der Mord fand in der Staatsanwaltschaft statt. Die Verdächtige ist Lana Sky. Es gab keine Fehler in Angel Stars Zeugenaussage. Wenn Sie eine Antwort haben, dann maximal ein Wort. Arg. Ich schließe den Fall ab. Oh Gott, super geil. Wie es aussieht, nähert sich der Fall seinem Ende. Es bleiben keine Zweifel offen. Gute Arbeit, Herr Wright. Dank Ihnen musste ich keine Zeit damit verschwenden. Denn den angeblichen Mord im Polizeirevier zu widerlegen. Fuck it. Es gibt keine Zweifel, was ich heute bewiesen habe, ist wahr. Das habe ich irgendwie gerade total falsch betont, naja. Der angebliche Mord auf dem Video der Sicherheitskamera war wirklich vorgetäuscht. Aber mir war nicht bewusst, dass es Lanas Schuld beweisen würde. Nun, die Zeit für das Urteil ist gekommen. Das Gericht befindet die Angeklagte für... Miep? Moment mal! Von wem auch immer. Emma! Euer Ehren, warten Sie! Emma! Die Verteidigung erhebt Einspruch, einen wissenschaftlichen Einspruch. Richtig? Was meinst du mit richtig? Herr Wright, sind Sie der Vormund dieses Mädchens? Euer Ehren, in gewisser Weise. Bitte, Euer Ehren, ich bitte Sie nur um eine Minute Ihrer Zeit. Bitte hören Sie mich an. Herr Edgeworth, bitte. Ich mag nicht, wenn Zweifel bestehen bleiben. Du bittest um eine Minute, ich gebe dir drei. Oh, wie nett. Ich war wie geschockt. Ich meine, dass der Fall SL9 die Bezeichnung für die... Oh, verdammt. Das wollte ich gar nicht drücken. Für die Joe Dark-Morde ist. Jetzt, da sie es sagt, die Namen beider Sky-Schwestern stehen in der Akte. In diesem Moment hatte ich alles verstanden. Ich meine, was Wachtmeister Marshall an dem Tag tun wollte. Mir wurde klar, sein Fingerabdruck hatte mit dem Verbrechen nichts zu tun. Also blieb nur noch eine Sache übrig. Der andere Handabdruck. Du meinst die Blutspuren auf Inspektor Gamschus Beweisschrank? Aber es wurde keine Fingerabdrücke darauf gefunden, richtig? Nein, aber ich war mir sicher, wenn ich das Ganze wissenschaftlich betrachte, würde ich einen Hinweis finden. Also lief ich rüber und sah es mir erneut an. Und was hast du gefunden? Nein. Hä? Tut mir leid. Ich bin wohl doch keine wissenschaftliche Ermittlerin. Ist das alles? Seien Sie bitte nicht böse. Ich bin schließlich nur eine Schülerin. Und ich nur ein Anwalt. Aber Herr Wright, diese Blutspuren sind unsere einzigen Anhaltspunkte. Wenn wir nicht herausfinden, was mit Ihnen nicht stimmt... Bitte, Herr Wright, Sie sind ein Experte. Wenn jemand Lana retten kann, dann sind Sie es. Ich? Oh mein Gott. Ihre Zeit ist abgelaufen. Nun denn, Herr Wright, bezüglich des Vorfalls im Polizeirevier. Bleiben nun begründete Zweifel bestehen? Wie es aussieht, ist die Verteidigung gegen der anderen Blutspuren beunruhigt. Den Bodenplänen nach wurde ungefähr hier ein Handabdruck gefunden. Gibt es ein Problem damit? Herr Wright, es tut mir leid, dass ich keine größere Hilfe bin. Aber trotzdem, wenn Sie nicht finden, was mit dieser Blutspur nicht stimmt, wird Lana... Bitte beantworten Sie meine Frage, Herr Wright. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Ja, Euer Ehren. Jetzt muss ich mich wirklich konzentrieren. Was könnte mit dem Handabdruck auf Inspektor Gamschus Schrank falsch sein? Habe ich vielleicht etwas übersehen? Ich muss Einspruch erheben. Ganz einfach, ich muss das einfach. Dieser Handabdruck, der am Tatort hinterlassen wurde, weist einen klaren Widerspruch auf.
Das Einzige.